Ich habe wieder Update-Informationen zum neuen Update 1.9 für euch. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Servus Leute, hier ist euer DizzyBS mit einem brandneuen Video und heute habe ich wieder Update-Informationen zum neuen Sommer-Update 1.9 für euch. Und zwar möchte ich jetzt mal kurz zusammenfassen, was die Key-Futures sind für das kommende Update. Und zwar einmal die Einführung von Esports mit dem Tournament-Support, aber ich denke mal, das wisst ihr schon, dass das kommen wird. Das wurde ja schon die letzten Wochen Turniere veranstaltet, eben dafür, um das schon ein bisschen bekannter zu machen. Dafür kommt eben auch ein Spectator-Mode. Unter anderem gibt es eine neue Klasse, mit dieser neuen Klasse 15 neue Waffen, tägliche Missionen, ein neuer Suit und alle Klassen werden rebalanced. Also alle Klassen werden neu balanced. So, lasst uns nun einsteigen in das, was wirklich kommt und wie das Ganze aussieht. Es kommt eben ein Tournament-Support rein und dieser Tournament-Support kommt dadurch, dass jetzt Esports mit einbezogen wird. Es gab jetzt schon seit Juni 3 Einladungsturniere mit der ESL auch zusammen und das wird in Zukunft weitergeführt. Das Ganze geht jetzt öffentlich sozusagen und es wird 6 gegen 6 sein. Aber um das eben besser durchführen zu können, gibt es jetzt einen Spectator-Mode. Ich habe jetzt hier auch Screenshots für euch. Dieser Spectator-Mode finde ich, was ich bisher als Screenshot gesehen habe, wirklich fucking awesome. Muss man fast sagen, weil wir können sehen, man kann zwischen den ganzen Spielern wechseln. Unten sind die Spieler angezeigt. Man kann das Team wechseln. Man kann sehen, welche Waffe er spielt, welches MK-Level, wie viel Prozent, welches Level, wie viel Kills, wie viel Präzision, wie viele Schüsse, die ganzen Killstreaks, die Map, die Position auf der Map und jetzt kommt es auch noch, man kann zwischen 4 verschiedenen Views switchen. Ich finde das so geil. Hier steht es auch nochmal explizit drin, allows multiple spectate options. Also es gibt verschiedene Betrachteroptionen und es ist auch eben die Grundlage, um seine eigenen Tournaments in Zukunft zu irgendwie gestalten zu können und stattfinden lassen zu können. Das heißt automatisch, man kann wahrscheinlich in Zukunft selber auch Turniere machen und wenn das natürlich möglich wäre, dann werde ich dann natürlich sofort dabei sein, werde auch um 1, 2, 3, keine Ahnung wie viele, organisieren. Man kann dementsprechend auch seinen Freunden zuschauen. Es gibt so bis zu 4 verschiedene Views, eben Spectator Views, ich denke mal einmal First, einmal Third, einmal von oben und einmal, ich weiß nicht, keine Ahnung, von vorne, wie auch immer. Und das ist eben, ich finde das eben eine ziemlich sicke Angelegenheit, muss man sagen. Bin mal gespannt, wie genau das dann aussieht. Also ich freue mich da derbe drauf. Dann gibt es ja die neue Klasse. Da habe ich ja schon ein extra Video für gemacht. Das werde ich euch jetzt an dieser Stelle hier verlinken. Und diese Klasse hat ja eben Turrets, also Geschütze und Traps, also Fallen, eben hauptsächlich zum Gegner ausschalten. Und ja, dementsprechend gibt es auch einen neuen Skillbaum, den man durchskillen kann und es soll eben zum Ausgleich für den Bounty Hunter, für die Kopfgeldjäger-Klasse erscheinen. Die ganze Klasse sieht zumindest so im Artwork aus, wie jetzt im Hintergrund. Hier sieht man auch nochmal die Tier 7 Shoulder Gun. Also das ist echt irgendwie so ein automatisch schießendes Geschütz auf dem Rücken. Das ist eklig, das ist echt eklig. Jetzt habe ich hier auch nochmal das Sniper Turret für euch. Sieht halt echt aus wie eine Sniper, nur einfach auf dem Geschütz. Und ja, mit dieser Klasse kommen eben 15 neue Waffen, wie ich schon gesagt habe, und Turrets. Ich denke mal, dass 15 neue Waffen und Turrets, dass sich die 15 auf Waffen und Turrets zusammen bezieht. Hier steht es nochmal. 7 neue Primary Weapons, 7 new Turrets and Traps und Synergy with Turrets at Close Range. Tja, also das heißt, man wird selbst zum Geschütz, würde ich mal behaupten. Wir sehen jetzt hier nochmal 3 Waffen. Ich finde, die sehen gar nicht aus wie Shotguns. Weil es hieß ja, ich habe in dem Video, das ich letztes Mal gemacht habe, hieß es, dass ganz viele Shotguns kommen, also dass die Hauptteile Shotguns sind. Aber das jetzt, was jetzt kommt, sieht eher aus für mich wie so ein fettes LMG. Diese Waffe hier, finde ich, sieht eher aus wie ein SMG. Und diese Waffe sieht aus wie für mich wie ein Assault Rifle. Also keine Ahnung, ob sie da vielleicht noch was geändert haben oder ob sich da was geändert hat. Auf jeden Fall, das sieht für mich nicht nach Only Shotgun aus. Jetzt habe ich auch noch hier den Rocket Launcher Turret für euch.
richtig scheiß OP, würde ich behaupten. Und das SMG Turret. Das sieht aus wie eine KOG auf ein Geschütz drauf gebastelt. Die Bilder sind alle unscharf, ich weiß, aber bessere Qualität habe ich sie noch nicht bekommen und werde ich sie, denke ich, auch nicht mehr bekommen. Es ist ja auch eher so eine Art Leak, Informationsleak für euch. Und jetzt kommen wir zum nächsten. Es gibt auch einen neuen Suit. Also ich gehe mal davon aus, dass die Klasse selbst an sich auch einen Suit bekommt, wie halt Bounty Hunter auch, so ein Standard-Suit. Einen fortgeschrittenen habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber es gibt einen neuen Special-Suit. Und dieser Suit kommt am 4. Juli. Und zwar gibt es dazu ein Special-Event an dem Wochenende von dem Independence Day, also Unabhängigkeitstag der USA. Und den wird es anscheinend nur ein einziges Mal geben, diesen Suit. Und ja, dieser Suit sieht eben so amerikanisch angehaucht aus und er ist am Wochenende vom 4. Juli verfügbar. Also, könnt ihr auf jeden Fall darauf gefasst machen, dass dieses Wochenende, also das nächste Wochenende, was jetzt kommt, ein neues Event hat oder zumindest die Woche danach. Ich denke mal, ich weiß nicht genau, ob es dann schon am Wochenende startet, dieses Wochenende oder dann erst die Woche danach, dass da dieses Special Event ist. Auf jeden Fall könnt ihr da einen Suit gewinnen, der einmalig ist. Wenn ihr den haben wollt, gut, dann müsst ihr suchten, wenn nicht, dann halt nicht. Außerdem kommt der neue Camo zu Orlando, habe ich gehört. Das jetzt dazu. Und natürlich die nächste Sache, die ich schon mal angesprochen habe im letzten Video, die täglichen Missionen. Hier habe ich nochmal ein Bild von euch, wie diese Übersicht aussieht. Und was für Sachen man gewinnen kann. Und zwar ist das ganze System dahinter einfach, damit man mehr Ingame-Währung bekommen kann, ohne Geld zu investieren zu müssen, sondern einfach indem man spielt. Also ich denke mal, das ist eine ziemlich faire Angelegenheit. Also ich finde zumindest, es hört sich momentan fair an. Nachdem man jetzt die letzten Male immer mehr in Pay-to-Win reingezogen worden ist und die neue neue Klasse, sowohl die neue Klasse als auch der Bounty Hunter mit Credits zu kaufen sind, also mit Ingame-Credits, mit den Adler-Credits, also die grünen, weil ich wurde da öfters gefragt, wie das Ganze, welche Credits ich meine und ob das die grünen sind oder wie auch immer. Ja, es ist mit den Adler-Credits, also die grünen, die man für Geld kaufen kann und man kann jetzt eben durch das neue Update mehr Ingame-Währung bekommen, sei es Power-Nutzer, sei es Credits, sei es Elite-Pakete, wie man zum Beispiel hier gesehen hat. Und ich denke, geht auch stark davon aus, dass VIP-Punkte auch dabei sind. Ich finde, das ist zumindest ein Schritt weg von Only Pay-to-Win, so ein bisschen, wer viel spielt, hat auch eine Chance. Klingt momentan, finde ich, auf jeden Fall fair. Mal schauen, ob das wirklich so sein wird. Muss man abwarten, inwieweit man da nicht vielleicht übermäßig viel Zeit reinstecken muss, unverhältnismäßig. Aber jeder, der viel spielt, der das Spiel mag, der wird auf jeden Fall dafür belohnt, dass er viel spielt. Das ist auf jeden Fall schon mal, denke ich mal, ein guter Ansatzpunkt. Und man kann eben bis zu 6 Missionen gleichzeitig haben. Das habe ich jetzt noch rausgefunden. So, das war es eigentlich erstmal dazu. Es kommen einige neue Sachen. Die neue Klasse, der Spectator-Mode, der mich übertrieben hype macht. Also der Spectator-Mode wird so geil für die Tournaments. Also da freue ich mich echt übertrieben drauf. Wird vielleicht sogar ja, die Möglichkeit geben, dass man selbst Tournaments machen kann. Würde ich mich auch extrem darüber freuen. Die neue Klasse, die für mich immer noch ein bisschen abfuckmäßig klingt. So ein bisschen Hurensohn-mäßig. Aber das habe ich im letzten Video angesprochen. Wie gesagt, da einfach vorbeischauen. Und dann eben die tägliche Mission, was ich an sich einen ziemlich guten Ansatzpunkt finde und mir ziemlich gut gefällt. Jetzt könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze findet, ob ihr euch drauf freut, ob ihr euch nicht drauf freut, was ihr davon haltet und so weiter und so fort. Release wird, denke ich mal, die nächsten Tage, Wochen sein. Also es hieß damals, das erste Mal, als ich eine Information bekommen habe, im Juli, Mitte Juli. Also denke ich mal, dauert es nicht mehr ganz so lang. Auf jeden Fall, sobald ich was Neues weiß, haue ich natürlich ein Video für euch raus. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und dann sieht man sich im nächsten Video. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Servus, Leute.